Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmizi YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diese süße Pumphose für Babys näht. Weitere Nähanleitungen zum Anschauen und Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, Clips und Stecknadeln zum Fixieren, ein Magic Pen zum Aufzeichnen des Schnittmusters, dann einen Rollschneider oder eben eine Stoffschere, dann einen Stoff eurer Wahl. Ich habe hier einen schönen angerauten French Terry gewählt, der ideal für kältere Tage ist. Dann braucht ihr noch Bündchen. Ich habe hier Schlauchfahrer. Und zu guter Letzt ein Schnittmuster. Ich habe hier eines von Liebstes gewählt. Dieses gibt es als Freebook in den Größen 50 bis 62. Zunächst einmal schneiden wir alles zu. Hierfür legen wir den Stoff für die Hose rechts auf rechts im Stoffbruch zusammen. Wenn dann alles so liegt, wie es liegen soll, nehmen wir unser Schnittmuster und legen es in den Stoffbruch. Dieses wird mit Stecknadeln fixiert, abgepaust und zum Schluss ausgeschnitten. Fertig ausgeschnitten sollte dann das Ganze so aussehen. Jetzt müssen wir nur noch die Bündchen zurechtschneiden. Für die Bündchen verwende ich hier Schlauchware. Wir haben hier einmal das Bauchbündchen und wir brauchen zweimal das Beinbündchen. Mein Bündchenstoff liegt hier bereits im Stoffbruch zusammen. Hier nehme ich mir das Schnittmuster, lege es in den Bruch und fixiere es erstmal mit Stecknadeln. Das Beinbündchen wird gefalten, in den Stoffbruch gelegt und mit Stecknadeln fixiert. Nun werden Bauch- und Beinbündchen einmal abgepaust. Da wir das Beinbündchen zweimal benötigen, wird das Schnittmuster noch einmal in den Stoffbruch gelegt, dann mit Stecknadeln fixiert und noch einmal abgepaust. Anschließend werden die Stecknadeln entfernt und alles einmal ausgeschnitten. Wenn ihr damit fertig seid, dann müsstet ihr zweimal die Beinbündchen vorliegen haben. Einmal das Bauchbündchen und natürlich das Teil für die Hose. Die Bündchen können wir dann erstmal beiseite legen. Den Stoff für die Hose legen wir zunächst einmal rechts auf rechts übereinander. Also die schöne Seite schaut die schöne Seite an. Dabei achten wir darauf, dass alles schön bündig liegt. Wenn dann alles so liegt, wie es liegen soll, fixieren wir das Ganze einmal mit Stoffklemmen. Dann nehmen wir uns einmal die Bündchen und legen diese auch rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze ebenfalls mit Stoffklemmen. So, bei der Hose näht ihr nun von hier oben bis unten zur Spitze. Und zwar das Ganze mit einem dehnbaren Stich. Beim Bauchbündchen näht ihr auch mit einem dehnbaren Stich und zwar entlang der langen offenen Kante.
Das gleiche auch bei den Beinbündchen, mit denen man Stich entlang der langen offenen Kanten. Ich verwende hier meine Overlock, ihr könnt aber auch gern eine normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen dehnbaren Stich, wie zum Beispiel den Zickzackstich, einstellen. So, ich zeige euch hier jetzt nochmal, wo ich überall zusammengenäht habe. Die Bündchen können dann auch erstmal wieder beiseite gelegt werden. Zunächst einmal nehmen wir die Hose, breiten sie aus und legen sie wie folgt wieder zusammen. Zunächst einmal legen wir die Hose an den Beinen übereinander. Achten dabei darauf, dass alles schön bündig ist und fixieren das Ganze einmal mit Stoffklemmen. Anschließend wird die Hose im Schritt zusammengelegt und hier auch einmal mit Stoffklemmen fixiert. Ihr näht hier nun entlang des Schrittes und zwar auch wieder mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hierfür wieder meine Overlock-Maschine. Ich zeige hier nochmal kurz, wo ich zusammengenäht habe. So, dann krempeln wir erstmal die Hose um. Das Ganze sieht jetzt auch schon mal wie eine Hose aus und ist auch fast fertig. Um die Bündchen später besser annähen zu können, setze ich mir oben an Bund und an den Hosenbeinen jeweils 4 Markierungspunkte. Hierzu schneide ich den Stoff leicht ein. 2 Markierungspunkte setze ich mir jeweils an den Seiten der Hose. Dann falte ich die Hose wie folgt, so damit die beiden seitlichen Markierungspunkte aufeinandertreffen. Eine Markierung ist ja schon durch die Naht gegeben und setze mir noch auf der anderen Seite eine Markierung. An den Hosenbeinen setzen wir uns ebenfalls 4 Markierungspunkte. Dann nehmen wir uns das Bauchbündchen, krempeln es bis zur Mitte um, achten hierbei wieder, dass Naht auf Naht liegt, also dass alles schön bündig ist und setzen uns hier auch ebenfalls 4 Markierungspunkte. Genau das gleiche macht ihr natürlich auch mit den beiden Beinbündchen, auch in der Mitte umkrempeln. Hier auch darauf achten, dass Naht auf Naht liegt, das ist ein bisschen Fummelarbeit und auch hier 4 Markierungspunkte setzen. Das Ganze macht ihr jetzt noch für das zweite Beinbündchen und dann können die Bündchen auch schon angenäht werden. Ich nehme mir zuerst mal hier das Bauchbündchen und ziehe es einmal über die Hose. Im Anschluss legen wir die Naht des Bündchens auf die Po-Naht der Hose und fixieren das Ganze einmal mit einer Stecknadel. Im Anschluss legen wir die anderen Markierungspunkte von Hose und Bündchen übereinander und fixieren dies ebenfalls mit Stecknadeln. Bei den Beinbündchen machen wir genau dasselbe, hier auch erst die Naht des Bündchens mit der Naht der Hose fixieren und dann die anderen Markierungspunkte. So sieht dann das Ganze festgesteckt aus. Jetzt werden die Bündchen gedehnt angenäht und zwar näht ihr hier einmal ringsherum entlang und dabei dehnt ihr das Bündchen gleichmäßig. Hier auch wirklich nur das Bündchen dehnen und nicht den French Terry Stoff. Das gleiche macht ihr natürlich auch mit den Beinbündchen. Wir nähen hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Ich nehme hierfür wieder meine Overlock.
So, dann ist die Pumpose auch schon fertig. Ist doch ganz niedlich geworden, oder? Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.